Willkommen zurück hier bei Fallout 2 und ja, wir werden uns auf den Weg machen Richtung Navarro oder so ähnlich. Um dann erstmal so ein paar grundlegende Dinge zu erledigen, damit wir hier mit dem kleinen Schiffchen weiterkommen. So, dazu würde ich aber erstmal meine Leute, glaube bei der stählernen Bruderschaft oder am Autotütüt parken. Ich weiß es noch nicht hundertprozentig. Und ich muss gucken, wie ich hier meine eigene Person. Lass uns mal ganz kurz den Blick schweifen. Ah, Moment, da sind Computer. Also, interessant. Das ist der Raum gewesen, wo ich nicht hingekommen bin. Ich weiß jetzt zwar nicht, was da unten vom Navigationscomputer soll. Aber solange ich noch hier bin, probiere ich das nochmal ganz kurz aus. So, also bevor ich mich selber wieder erfolgreich unterbrochen hatte. Wie gesagt, also ich bin dann gleich erstmal auf den Weg nach Navarro begeben. Und ich sag mir nicht, da komme ich da lang. Nee, irgendwie immer noch nicht. Ich bin einfach zu dumm dafür. Dahin kann ich gehen. Moment. Das war hier die Wand. Und da ist eine Ecke. Da geht doch irgendwie eine Ecke rum. Ist ja auch Mauer und so. Und beziehungsweise Wand, nicht Mauer. Aber das sagt mir immer ständig hier, du kommst hier nicht durch. Oder du kommst hier nicht lang. Das Kreuz, das ist sehr eindeutig. Komm hier nicht hin. Hier ist aber auch irgendwie, hier ist auch nur eine Wand. Hier ist keine Tür oder so. Ich habe erst mal gedacht, weil das so von der Farbe her ein bisschen anders aussieht. Ist hier irgendeine Tür oder so. Dem ist aber so nicht. Na gut, es kann natürlich sein. Ich glaube, die Überlegung hatte ich auch schon mal angestellt, dass der Weg nach unten führt und wir von unten dann hier nach oben kommen und dann irgendwie die Möglichkeit haben, da reinzukommen. Wie auch immer das letztendlich zu bewerkstelligen ist. Vielleicht ist hier direkt irgendwie, weil hier scheint auch mal irgendwie so ein Gang zu sein. Das sieht mir irgendwie abgesperrt aus. Bin mir nicht ganz sicher, weil das alles so duster hier ist. Und man so mit halt so nichts sieht. Gut. Das werden wir klären müssen. Das heißt, ich muss auf jeden Fall nochmal da runter und muss da irgendwie lang und aufbauen und so. Aber, wie gesagt, später. Jetzt machen wir uns erst nochmal auf die Reise und da so ein paar grundlegende andere Dinge in den Angriff nehmen zu können. So, das bedeutet aber auch, ich muss mich dafür entsprechend ausrüsten, vorbereiten und so weiter und so fort. Heißt, ich werde also jetzt nicht unbedingt und weiß, wie viel Zeug mit mir rumschleppen. Auf der anderen Seite muss ich allerdings natürlich auch das, was ich benötige für so eine Reise, dabei haben. So, die Bruderschaft war da unten. Unser Auto steht hier. Gut, ich will mal Folgendes vorschlagen. Ja, also ich werde wahrscheinlich hier nicht für die Ski waren das, glaube ich, ne? Irgendwie dann die Klamotten besorgen. Sondern ich denke mir, es ist vielleicht nicht die dümmste Idee, sich mit der Bruderschaft da irgendwie gut zu stehen, um hier Zugang zu bekommen. Und sozusagen damit mit deren Technologie da irgendwie da, ne, weitermachen zu können und so weiter und so fort. Okay, ich warte mal, bis Markus hier auftaucht. In der Hoffnung, dass das früher oder später da sein wird. Da kommt er angeschnauft. Was habe ich denn Schönes dabei? Dinge, die ich nicht benutze. Oh, elektronischer Dietrich, den soll ich auf jeden Fall mit mir rumschleppen. Werkzeug, ja, normale erweiterter Dietrich-Satz ist auch nie verkehrt. Mikrofusionszellen brauche ich natürlich, wenn ich mich mit dem Auto vorwärts bewege. Das ist die Frage. Benutze ich den Wagen? Eigentlich ja, ne? Wenn denn zur Enklave kommen wir mit dem Schiff. Da kommen wir mit dem Wagen nicht weiter. Auf keinen Fall. Und wir haben ja einiges hier an Mikrofusionszellen und so weiter. Das heißt, ich sollte mit dem Wagen auf jeden Fall bis Navarro, ich glaube Navarro, ne? Kommen und auch wieder zurück.
223er Munition brauche ich für diese Pistole. Das sollte auf jeden Fall reichen. Sollte ich dann noch irgendwas im Wagen haben, nehme ich das gerne mit. Dann habe ich noch mal kleine Energiezellen, den Sheriff-Stern. Ja gut, ich glaube, der wiegt jetzt nicht so viel. Auch Brille sollte jetzt nicht unbedingt Gott weiß wie viel wiegen. Das Geek könnte ich theoretisch in den Wagen packen. Ich hätte aber dann so die Sorge, dass das vielleicht verloren geht oder so. Ich bin da ein bisschen vorsichtig. Dynamit. Ja gut, ich glaube, mit einer Stange sollte ich reichen. Das ist, steht außen vor. Red Away haben wir bis jetzt noch überhaupt noch nicht gebraucht. Ne? Auch Red X oder so. Wir sind bis jetzt noch nicht in irgendwelche verstrahlten Gegenden gekommen. Was nichts heißen muss. Ne? Entweder habe ich die einfach nur noch nicht bereist oder habe die ignoriert oder wie auch immer. So also Sachen wie Buffouts oder so, ja, sollte man vielleicht mal in der entsprechenden Situation vielleicht mal benutzen. Das gut. Also ganz so viel Gerümpel habe ich gar nicht dabei. Naja, gut, das kann vielleicht noch ein paar Gramm einsparen, aber dadurch, dass ich den Wagen nehme, ist das jetzt auch gar nicht mal so wichtig. Wie sieht es denn hier mit meinen Kollegen aus? Der ist immer noch nicht da. Ich lasse den erstmal ankommen. Der gute Mann spaziert anscheinend nicht weiter. Wir stehen hier. Nur mal so als Info. Spaziert anscheinend nicht weiter, wenn ich gerade im Inventar bin. So. Tauschen. Er hat das Scharfschützengewehr. Damit ist er auch ganz gut beraten. Ansonsten dann noch das Kampfgewehr. Ich könnte versuchen. Kann ich die aufnehmen? Ja, das geht. Dann da hat er zwei von. Er braucht diese Munition gar nicht. Was? Das ist ein normales Gewehr. Schrotflinte. Ich glaube, mit der Waffe war er ursprünglich ausgestattet, ne? Kann das sein? Dann würde ich ihm diese auch erstmal lassen. Munition. Falls ihr euch jetzt wundern solltet, warum mache ich das? Will ihn in den Wagen packen. Einfach aus der Überlegung her, dass ich dann halt diese Munition unter anderem benutzen kann zum Bezahlen von Dingen, bevor ich halt auf mein Geld wieder zurückgreifen muss. Und aus dem Grunde versuche ich ihn jetzt hier entsprechend munitionstechnisch etwas zu entlasten. Also ne, dass ich die Sachen halt griffbereit habe und er halt damit nicht jetzt da noch unsinnig in der Gegend rumsteht. So, alles andere würde ich ihm erstmal so lassen. Ich überlege gerade, ja, er hat noch 82 Schuss. Die braucht er, soweit ich weiß, wohl für das Scharfschützengewehr. Ich habe noch 192. Ja gut, wir sind jetzt nicht aktuell in der Kampfsituation, von daher lassen wir das mal so. Okay. Probier es erstmal. So, Sulik. Lass du wollen. Auch wir müssen mal ganz kurz gucken, was du noch so dabei hast. Ja, ich hab's mal wieder übersehen. Die Munition hat ja gar nicht so viel dabei, ne? Weil der braucht ja im Prinzip auch nichts. Richtig. Ah. Magnum. Das Gedöne hat er auch. Dann mal her damit. Das geht noch, das ist schön. Laserpistole, kriege ich die noch mit? Jo. Das ist nicht verkehrt. Auch das war's erstmal. Was willst du? Auch hier kurz mal tauschen. Genau, der braucht dringend einen Raketenwerfer.
Ansonsten, das ist 223er. 5 mm. Das müsste auch 5 mm sein. Genau. Das lassen wir mal so. Okay. So, ja, warte mal hier, bis ich zurück bin. Ich bleib einfach hier und zieh die Schraubstöcke an meiner Schulter fester an. Mach das. Lass du wollen. Wir seien hier. Das ist schön. Ach, du wartest hier. Okay, ich warte. Gut. Achso, der kennt nur die Gegenden, wo wir schon waren. Sorry. So, okay, dann erstmal zum Auto. Der Wagen nicht so richtig hinlang. Ja, egal. Wahrscheinlich nicht. So, okay. Erstmal kurz am Kofferraum rumgrabbeln. Und alles da reinschmeißen, was ich persönlich jetzt erstmal so nicht brauche. Wer nicht. Okay. So, wie sieht es denn jetzt hier drin überhaupt aus? 44er Magnum. 8 Mal, okay. Dann nochmal 44er Magnum. 212 mm. Hier Dynamitstangen. Oder Dynamitsprengsätze, wie man denn will. So, von den Dingern haben wir mittlerweile 2. 9 mm. Geschosse 24 Stück, 292, 10 mm SKG und 449, 10 mm MHG. Das ist nicht gerade wenig. Jetzt haben wir nochmal 9 mm Kugeln. Und das wäre es so bezüglich Bewaffnung und Munition. Hier haben wir noch ein Gewehr. Zufälligerweise, oh, das Ding ist geladen. Okay, jetzt nicht mehr. Gut, gut. Schön, ja, dann machen wir uns mal auf den Weg. Muss man mal speichern. Benzin und Computer, ja gut. Benzin haben wir gelöst, Computer leider noch nicht. Aber ich denke, das kriegen wir noch hin. So, genau, San Francisco, da sind wir und wir müssen irgendwo noch ganz oben. Navajo, genau, Navajo. Das sollte aber eine Strecke sein, die wir bewältigen. Auf geht's. Jetzt. Ja, gut, dass ich gespeichert habe. Dann muss ich den jetzt von Hand durch die Gegend dirigieren. Ja, wird jetzt auch nicht das Problem sein. Verholen das. Gut, dass ich vorher gespeichert habe. Ich sag ja, die Wegfindung, ne? Die ist echt super. So, also hier komme ich erstmal so weit nicht mit klar. Ich
könnte mich auf dem Weg machen zur Militärbasis und von da aus dann versuchen, nach Navarro zu kommen. Oder aber ich gehe mal einfach mal hier diesen Weg in der Hoffnung, dass das funktioniert. So, jetzt bin ich ja mehr oder weniger in der in dieser Richtung. Und dann machen wir einfach mal den hier. Ja. Schon wieder so ein Küstenabschnitt oder was? Komme ich von hier aus direkt weiter? Naja, das geht. Immerhin. So, dann. Ich hoffe, jetzt komme ich noch irgendwie einen Küstenabschnitt, dann streike ich. Na also. Nein. So. Mensch. Huch. Hallo Fremdling. Boah, Baby, schau dir die Räder an. Solche habe ich seit Jahren nicht gesehen. Was kann der alte Chris für dich tun? Was ist das alles hier? Das hier ist mein Laden. Ist eine Tankstelle. Noch nie sowas gesehen in alten Zeitschriften und so. Das ist das hier, eine Tankstelle. Ich suche Navarro. Ist das hier? Navarro? Seit Jahren nicht mehr gehört. Alte Militärbasis, südöstlich von Frisco. Das ist weit südlich von hier. Dort war ich. Und das ist nicht Navarro? Hä? Aber klar doch, ich habe davon vor einer Weile gehört. Militärbasis, Navarro, südöstlich von Frisco. Was, du liegst? Ich habe keine Geduld für sowas. Sag mir die Wahrheit oder du bereust es. Das soll wahrscheinlich lügst heißen. Fahr zur Hölle! Zieht ein Funkgerät aus der Kleidung. Willst du sehen, was Reue ist? Ich habe ein paar Jungs, die dir die eine ganze neue Bedeutung beibringen werden. Schaltet das Funkgerät ein. Was glaubst du denn, was du da machst? Spricht ins Funkgeräusch. Alarm! Eindringlinge an der Tankstelle! Alarm! Oh, oh, okay. Stirb, Abschaum! Oh, das war keine gute Idee. Ja. Oder doch, wie auch immer. Kann ich ihn irgendwie. Ja, super. Was in mir drin zerfetzt. Ja, das war auch Sinn und Zweck der ganzen Übung. Laden. Versuchen wir ein bisschen. Wieso rechnen wir nicht weiter? Ne, egal. Oder ein bisschen versuchen hier dann ne, zu verschieben. Geht im Augenblick nicht. Ich würde ganz gerne. Ja, weiter. Auf die Art und Weise hier, ne, und so. Ah, jetzt. In die Augen. Erst einmal feste in die Augen. Oh. Das, ja. Chris wurde kritisch an den Augen getroffen für 40 Trefferpunkte und verursacht heftige Schmerzen, da dort kein Schutz vorhanden ist. Ah, Chris wurde getötet. Ja, das ist doch sehr schön. Dann ist das schon mal erledigt. Aus dem Kampfmodus. 180 Erfahrungspunkte können wir direkt mit einsacken. Der hat natürlich nichts dabei. Klar, was auch sonst. Du siehst gestrüppt. Ich gucke mich mal hier so ein bisschen um. Immerhin hat er ja gerade irgendwelche Leute gerufen. Oder hat es versucht. Ob da jetzt noch was kommt, keine Ahnung. Das fängt ja gut an. Vielleicht mal eben. So, die Tankstelle. Ja. Du siehst einige ausgesprochen leere Metallregale. Ja, oh. Sehr schön. Krabbeln wir mal hier so ein bisschen an der Tür rum. Da haben wir ein nettes Spind, wahrscheinlich leer. Ja, das ist okay, normal. Dann haben wir hier eine Werkbank. Können wir auch nichts kriegen. Wollte der Typ irgendwie nicht so richtig aus mit der Sprache raus. Ne? Irgendwie Navarro, da wollte er sich nicht zu äußern. Und hat es eher in Erwägung gezogen, zu sterben, als da Dinge zu erzählen. Sehr eigenartig.
Könnte eine Falltür sein. Zumindest scheint da irgendwie eine Leiter zu existieren. Kannst du mal alles mit? Bedeutet für mich, ich muss da irgendwie nach unten krabbeln. Nee, nicht schon wieder nach unten. Unten ist immer blöd. Unten sind immer Monster und die beißen einen immer und machen sonstiges Gedöne und so. Und ja. Aber ich fürchte, hier ist sonst weiter nichts. Außer wahrscheinlich irgendwie noch weitere Ärger. Da komme ich nicht hin. Das ist auch weiter nichts gewesen. So, wie gesagt, der Typ hat weiter nichts dabei gehabt. Wie sieht das hier mit dem LKW aus? Da ist absolut nichts mehr mit zu machen und auch nichts zu holen. Ja. Und hier ist totes Gelände. Ist hier vielleicht irgendwas Interessantes zu entdecken? Ich meine, es geht ja ziemlich weit hier rein. Aha, aha, aha. Interessant, interessant. Oh, Mann. Schreck mich doch nicht so, dass ich das gar nicht mitgerechnet. Ich renne hier durch die Botanik, da war eine Botanik, da war einmal Boom. Eieieiei. Ja, und im Fallen finden und so bin ich jetzt nicht der Beste. Das ist nicht so eine meiner Stärken hier. Also von ihmchen hier. Weil das ja nicht trainiert. Ach, ich hab mich erschrocken, weil das so unverhofft kommt. Sind Trefferpunkte. Naja. Ich mal kurz. Wo kommen wir denn hier hin? Das Tor, Eindringlinge am Tor. Oh Gott. Die sind alle sehr nett. Oh je, und dann noch so viele. Oh, Vertibirds, okay. Oder zumindest ein Vertibird. Mit denen soll ich jetzt alleine fertig werden? So ganz eben mal? Kann ich gar nicht glauben. Immerhin hat er schon 22 Trefferpunkte abgeluchst. War das wirklich eine gute Idee, da alleine anzutanzen? Moment. Ich wollte was anderes machen. Die sind sogar zu dritt. Gottes Willen. Ja, machen kann ich gerade mal gar nichts. Ja, sehr schön. Du bist gestorben. Ja, eindeutige Feststellung. Tankstelle. Okay. So, ja, also da erwartet uns nur irgendein Ärger. Das ist die Frage. Haben die jetzt so reagiert, wie sie reagiert haben, weil der Typ sie da vorhin warnen konnte? Oder ist das ganz normales Verhalten von denen? Also reagieren die prinzipiell so? Ich könnte natürlich gucken, ob ich hier die Möglichkeit habe, vielleicht über die Leiter da irgendwas zu machen. Wenn der direkte Weg nicht geht, ne? Benutzt man halt den indirekten. Und da ich ja im Wesentlichen diese Vertibird-Pläne brauche, eventuell noch die ein oder andere Technologie mitnehmen möchte oder so. Das ist vielleicht nicht die dümmste Idee, dann hier unten irgendwie lang zu schleichen. Schleichen in Anführungsstrichen, wie gut ich im Schleichen bin, das weiß man. Und ich denke mal, spätestens wenn ich diese Tür da öffne, wird gleich wieder jede Menge Ärger geben. Nein,
sage ich doch. Das ist der aber immerhin alleine. Noch. Man weiß nicht, wie viele Leute da noch angerückt kommen werden. Oh, in die Augen 62% ist nicht viel. Am Kopf 82, das sind so einigermaßen. Ich riskier's mal. Immerhin. 20 Trefferpunkte konnte ich ihm abluchsen. Machen kann ich aber erstmal soweit nichts mehr. Könnte versuchen, etwas näher an ihn ranzukommen, um meine Trefferchancen zu erhöhen. Das natürlich direkt da. Ja, jo, das war so klar. Da kommt direkt Nachschub. Und die sind natürlich entsprechend stark. Klar, nimmt mir doch alles ab, was ich habe. Und nochmal richtig rein. Jawohl, nimm alles. Genau, da ist noch ein dritter. Der will auch noch bestimmt auch nochmal schießen. So, sehr schön. Sag ich doch. Vor allen Dingen. Ja. Wie soll man denn da vorankommen? Das geht nicht. Du bist gestorben. Dein Dorf ist verloren. Und seine Einwohner erleiden den Hungertod. Also nur mal so ganz am Rande, ja. Ich weiß, rundenbasiert alles schön und gut. Der eine, der mich dann zum Schluss erschossen hat, der hatte ja seine Runde quasi ja erledigt gehabt. So, ne? Und eigentlich sollte man gemein, wenn so eine Runde einmal so rum ist, dass man dann selber mal wieder ran darf. Und wie man sieht, dem ist so nicht, ne? Und das finde ich ein bisschen, ein klein wenig unfair. Muss ich schon sagen, finde ich, ja, bin ich am Meckern, finde ich nicht gut. Egal. Wir müssen irgendwie einen anderen Weg finden und ich bin mir noch nicht ganz sicher. Ich bin mir noch nicht so ganz sicher, ob die Geschichte da mit dem Typ an der Tankstelle, ob der so gut gelaufen, das so gut gelaufen ist. Ich probiere es nochmal. Immerhin, wir sind ja jetzt ein bisschen vorgewarnt. So, wir müssen erstmal hier so hin. Um dann letzten Endes da so hin zu können. Ach, ich werde bekloppt. Was wollen die denn jetzt hier? Naja, Ärger machen natürlich, logisch. Was denn sonst? Wenn ich so alleine mit denen hier fertig werde, dann kann ja lustig werden. Ja. Du verfehlst. Klappt hier wieder alles noch prima. Und da wird immer um 2 angedackelt. Wie viel sind das? Kleinigkeit. Ja, liebe Freunde, ich würde sagen, an der Stelle machen wir mal einen Break. Und wir sehen uns in der nächsten Aufnahmerunde wieder. Ja, das kann jetzt wie mit Navarro kann ja lustig werden. Wie dem auch sei und wie das Ganze ausgehen wird, wir werden es erleben in der nächsten Aufnahmerunde. Bis dahin wünsche ich euch natürlich wie immer alles, alles Gute. Genießt den Tag. Ich werde den Heiligen auf jeden Fall genießen. Bis dann.